Hallo, liebe Freunde der Simulationen, besonders von Zugsimulationen. Ich heiße euch herzlich willkommen hier bei Train Sim World 2, wo wir jetzt dementsprechend extra für YouTube entsprechend eine Folge machen werden, folgen werden, also mehrere Strecken fahren werden, Missionen und so weiter. Wird dementsprechend separat in einer Playlist kommen, reinkommen bei mir hier, damit das alles ein bisschen zusammengepackt ist, und werde versuchen, alle 2 bis 3 Tage entsprechend ein Video reinzustellen. Und ähnlich wie mit PTP 2 damals vor 10, 11 Jahren, wo ich einige Videos reingestellt habe, die immer noch angeschaut werden, und ein Video hat da über 70.000, dafür vielen Dank, 70.000 Viewer entsprechend, das ist schon heftig. Gut, das bezogen auf 10, 11 Jahre, okay, aber das wird tatsächlich immer noch aufgerufen. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst gerne Follow da, klickt auf den Abo-Button, und damit ich auch mal meine 1000 neu erreiche. wir werden dementsprechend, was heißt wir, ich, wieso rede ich immer in Wir-Form? Aber ihr könnt natürlich auch immer in Kommentare mitbestimmen, was ihr sehen wollt, was ihr gerne sehen wollt. Sollte ich das vielleicht DLC nicht haben, muss ich da mal gucken. Gerne dementsprechend auch, ich werde da auch ein Donation einen Link noch mal reinpacken, das ist im Zusammenhang mit Twitch, dann passt das dann, das ist dann der Link, damit ich dann vielleicht tatsächlich auch zukünftig die DLCs dann auch kaufen kann. Ich habe zwar auch entsprechend beantragt, dass ich aufgrund dieses Videos, entsprechend dann das auch bereitbestellt bekomme, und ja, mal gucken. Wir werden auf jeden Fall zusammen viel Spaß haben mit diesen Videos bestimmt. Ich hoffe, euch gefällt das dann auch. Gerne Comments reinschreiben. Und ja, dann würde ich mal sagen, legen wir hier mit dem ICE auf jeden Fall los. Mit dem BR406DB nach Frankfurt über Köln. Köln wird dann der nächste Halt sein. Und dann schauen wir mal, dass wir hier ein wenig Ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut. Aber ich glaube nicht, das geht. Sound vom Spiel ist, glaube ich, auch nicht so laut. Habe ich gerade das Fett Tür hier drüben aufgemacht, obwohl ich da stand. Das hatte ich noch nie. Nicht einsteigen. Da steht nicht einsteigen. Warum steht da nicht einsteigen? Ihr habt ihr nicht gelesen? Hier darf man nicht rein. Naja, egal. So. Dann wollen wir mal schauen. Ich hoffe, ich bin da nicht so laut. Ich werde per AFB fahren. Max 330. Aber interessant, dass
entsprechend nicht steht. Vielleicht darf man vorne nicht einschränken. Ich habe jetzt hinten nicht geguckt. Also ich schon sagte, wir werden per AFB fahren. Wenn ich den auch anmachen würde. Ich sehe mich gerade, dass ich über der Geschwindigkeit bin. Ich Pech habe, bin ich gleich hier ausgenockt, aber ich glaube nicht, das ist noch von der Geschwindigkeit in Ordnung. Sollte man auch einschalten, ne? Sollte man auch einschalten. Jetzt bringt das ja nichts. So, wir dürfen, glaube ich, 100 waren das, fahren. Bei dem Start komme ich so spät in Köln an. Viel zu spät. Bestimmt. Mal gucken, vielleicht hole ich ja noch was auf. Wechseln so ein schönes Wetter eingestellt und so, damit man auch ein bisschen was sieht. Wir werden auch öfter mal in die Außenansicht gehen. Mal schauen. Ich werde auch nicht so viel reden oder sowas. Genieß das Fahren. Ihr seht richtig, hier hat das so ein bisschen die Neigetechnik, die hier aktiv wird in den Kurven. Das Sonnenblenden.
Ja, scheint so ein bisschen sonneblendend zu sein hier, dieses, was ihr hier seht, irgendwie. Wird auch gereicht, ab ein Schild runterzustellen. Also man merkt auch, oder man sieht, man merkt, aber man sieht dementsprechend auch, wenn man so richtig vorne so ein bisschen ranzoomt, dass die Neigetechnik hier entsprechend läuft. Also das, ne, sieht man dann auch richtig. Ja, ist die Sonne, die blendet. Niemand von euch so die Strecke kennt, vielleicht kann vielleicht auch mal einen Kommentar schreiben, wie das ausschaut mit den, was man so hier an der Seite sieht. Wie originalgetreu das Ganze eventuell ist oder auch nicht. Ja, immer so mal Spaß, mal ein bisschen drücken. Könnte ja sein, dass jemand darunter springt. Als ein Hinweis, ich komme, spring. Nein, natürlich nicht. So was wollen wir nicht.
Ja, die Sonne vorne. Also, dass man, das ist scheinbar wirklich die Sonneneinstrahlung hier so ein bisschen, die reflektiert. Vielleicht eine Geschwindigkeit? Nee, doch nicht. Okay. Kurz mal Escape. Ganz kurz mal Performance-Modus. Ein Aufnahmedings mal einschalten. Umstellen, gucken wir mal hier noch ein bisschen. Wo sind wir denn hier? Kann ich leider gerade nicht sehen. Der Zug ist so schnell.
Läuft jedenfalls auf einer SSD. Ich glaube, auf einer normale Festplatte wird das wahrscheinlich viel mehr nachladen und ruckeln. Hier ist das nur kaum ersichtlich. Also das ist normal im Endeffekt. Das habe ich auch ohne Aufnahmen. Das ist nicht störend, zum Glück. Wenn ich ranzoome, dann wird es langsamer. Interessant. So, zeitlupe-mäßig oder sowas kam mir gerade so vor. Da ist die Sonneneinstrahlung weg. Von aus Kölner Hauptbahnhof müsste eigentlich gleich die Geschwindigkeitsbegrenzung wieder kommen. Alter Schwede. Also die Schilder nicht vernünftig. Weil so schnell und so. Oh, Schock. Ich bin alter Schwede. Habt ihr das gerade gesehen? Oben rechts. Der stand kurz auf Rot. Aber es kann ja eigentlich nicht... Doch, stimmt. Scheiße, ich habe die Vorwarnung gesehen. Ich fahre ein bisschen langsamer, sonst kriege ich hier Dauerrot gleich. Weil ein Zug ist vor mir.
habe es eben gerade nur an den Dings gesehen. Ich hatte bei da oben rechts mir nicht angezeigt worden ist, das Vorsignal. Dass das nächste dann Stopp wäre. Das habe ich jetzt hier nur an diesen gelben hier erkannt. War das gelb gerade oder war das nur ein Schild? Ne, das war doch gelb, ne? Ehrlich gesagt gerade nicht richtig gesehen. Jetzt werden wir einfach mal auf 100 reduzieren. Genau, 120 fahren. 100, ja, 120. 130. 40. Da unten Zug ist vor mir. Ich bin zu schnell. Ich sehe es auch an der Uhrzeit um. 10 Kilometer und ja, naja. Ich hätte fast bei einem Zug aufgeholt, der vor mir ist. Das hatte ich auch noch nicht. Dann gebe auf 200 mal. Das sollte jetzt eigentlich nicht mehr so. Passieren. Sowieso gleich von 160 runter. Ja, es war ein Schild. Ich dachte, ich hätte gelb gesehen. Ich bremse immer relativ gut ab. Also eigentlich müsste ich nicht so früh reingehen, um zu drosseln. Ich denke mir mal, 1 Kilometer reicht meistens dann aus, weil das dann nur 40 Kilometer von 200 auf 160 geht da eigentlich relativ fix runter. Ja, schon wieder gelb. Ich habe ein Vorsignal. Wird gleich rot. Mal langsamer gehen. Jetzt diesmal war es auch wirklich gelb. Ich habe das auch gesehen. Ich habe ja gesagt, ich war so schnell. Ich habe da vorne einen Zug überholt. Nein, nicht überholt, ne? Aber schon mal, ich meine. Überholen geht's schlecht. Nichts damit zu tun, aber manchmal. Ich kenne das von PTP, hat das auch mit den Ampeln. PTP, Mensch 2. Das ist auch mit den Ampeln was zu tun hatte. Da war das PTP frei. Zug der Einflüsse. Nee, ne? Zug der Einflüsse. Zug der Einflüsse. Zug der Einflüsse.
Ja, hätte sein können. Ich bekomme aber keinen, Ich war zu schnell tatsächlich, dass ich scheinbar vorne einen Zug. Befindet. Wir werden mal 10 runtergehen. Wir werden uns mal ein bisschen annähern, weil wir haben schon wieder einen Stopp. Scheinbar war wirklich ein Zug vor uns. Ich wurde doch ein bisschen zu schnell. Okay, ich sehe gerade. Immer ein bisschen langsamer ranfahren. Weil wir immer noch. Das nächste wäre immer noch rot. Was machen die denn da? Wer ist auf meiner Strecke? Wahrscheinlich noch irgendein Regionalzug. Der hier auch am anhält und jede Station anhält. Wegen so einem komme ich so spät. Hätte ich jetzt diese Stops nicht, dann. Ich will ich pünktlich ankommen. Ja, sieht man da richtig geil. Cool. Willkommen in Köln. Die Merkmale sind da entsprechend ja auch so sehen, zusehen. Kölner Dom, wenn es da hinten das ist. Entschuldige mich dafür, ich kenne mich in Köln aus. Keine Ahnung.
Naja, komme ich ein bisschen später an. Ich schleiche jetzt auch gerade etwas. Ich hätte auch auf 40 machen können, aber... Ich kann immer sehr schlecht abschätzen, tatsächlich. Ist wahrscheinlich auch ein Berechnen im Endeffekt. Und ich sehe schon, dass der vor mir ist, immer noch vor mir ist. Bei ihm gerade hatten wir wieder ein Vorzeichen gehabt von Gelb. Das ist die nächste Rot wäre gewesen. Jetzt haben wir tatsächlich Rot. Achso, das kommt dadurch. Ah, stimmt, der Schienenwechsel. Das kann natürlich jetzt sein, dass das dadurch jetzt kommt. Aber normalerweise müsste das doch... Warte mal kurz. Ach, scheiße. Kölner Hauptbahnhof muss ich aussteigen und... Stimmt. Und, glaube ich, Tränen, ne? Es geht da nicht mehr geradeaus weiter, deshalb rot. Oder? Nein. Weiß ich gar nicht. Scheiße. Nee, doch, das geht geradeaus weiter. Aber ich glaube, ich muss... Ich bin mir nicht sicher. Muss ich jetzt tatsächlich Seitenwechsel machen? Es geht ja eigentlich geradeaus, würde es weitergehen, glaube ich sogar. Aber Türen geöffnet. Ich bin mir da nicht so sicher. Da war ein Flugzeug, habt ihr gehört? Bin mir nicht sicher, ob ich Seitenwechsel machen muss. Aber ich glaube, das würde er mir sagen. Gucken. Mir ist gerade nicht sicher, ob das geradeaus weitergehen würde oder nicht. War das nicht über Köln? Nach Frankfurt? Ich bin aktuell hier bei Aachenwende, bei dem Szenario. Also jetzt nicht das, was sie gespielt haben. Okay, dann ist das dementsprechend jetzt nach Köln gewesen. Macht nichts, ist nicht so schlimm für das Video. Das waren jetzt 41 Minuten, das passt schon. Das wird jetzt dementsprechend genommen. Ja, wenn euch das gefallen hat, die Fahrt oder das Video, gerne ein Abo dalassen. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal in Trains Sim World 2. Mal gucken, was wir da als nächstes fahren und spielen. Also, bis dann.